Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge OMSI 2. Und wir stehen hier mit einem schönen Bus und einem wunderschönen Repaint auf einer wunderschönen Karte mit einem passenden Kennzeichen. Ja, wir fahren dort Ruhrgebiet, die 265 von der, schieß mich tot, Wolsterstraße ist das glaube ich, zum Bottrop-Zopp, Hauptbahnhof, man weiß es nicht, wir sehen es gleich. Und ich bin motiviert, meine Damen und Herren, aber hoch motiviert. Das ist eine kurze Linie immerhin. Aber so kurz auch wieder nicht, aber kriegen wir hin. Gerade schon wieder Spaß, weil der Bus die Hofdatei nicht erkannt hat. Was heißt nicht erkannt? Sie war halt nicht drin und ich habe sie nicht gefunden. Ich mag das nicht. So. Also einmal alle drei Monate, wie gesagt, ne, gibt es ja dieses wunderschöne Video. Wo man sich mal ein bisschen über Ruhrgebiet aufregen kann. Ruhr war richtig, also gut. Das wird wahrscheinlich der falsche Kurs sein. Ja, easy. Das ist der Zopp im Übrigen. So stimmt's. So, wir holen mal kurz ein bisschen Vorratsdruck ran. Au! Nicht die feine Englische, ich sag's immer wieder. Aber im Zweifel funktioniert das. Haben wir keine Haltestellenbremse? Ah gut, wir ignorieren die Haltestellenbremse. Also. Als Bus. Ja, die funktioniert gut. Immerhin. Ich möchte jetzt auch nicht so früh rüberfahren, weil, wie man sieht, steht man im Verkehr halt volle Kanne in der Möhre, ne? Und die OMSI-KI kann er ja spontan nicht so gut mit umgehen. Fährt die eigentlich in der anderen Richtung? Hier. Boah, das ist... Guckst du einmal mit F4 drauf, kriegst schon mehr Kackreiz. Ah, wir halten uns mal in dieser Perspektive, dann sieht man wenigstens die Büsche nur. Was ist das hier hinten? Warum ist hier überhaupt noch eine Kachel? Ah, ist das schön. Ich freue mich. Ich freue mich schon wieder. Hier, netto. Mehr netto beim Brutto. Das ist ja auch hier wieder so ein Sicherheitsabstand, Windrad. Hei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 . Da kommt schon wieder Freude auf, dann würde ich sagen, wir fangen mal an hier. Ich habe mir einfach mal einen Solobus genommen, weil ich glaube nicht, dass hier Gelenkbusse fahren. Hallo. Hallo. Mensch. Es ist ein Vergnügen. Alles nur für euch. Ja. Aber immerhin ist der Bus gut. Was willst du machen? Ja, alles Wetter einstellen können wir mal. Den Dortmunder Eintrag hat er auch schön rausgelöscht hier irgendwann mal. Sehr gut. Ich bin beglückt. Haben wir Köln noch drin? Nein, warum sollte man Köln drin haben? Nürnberg, das ist wichtig. Mann, 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 ey. Ja, dann machen wir uns mal auf die Reise durch das Wunderland Metropole Ruhr. Hier geht mein Mauszeiger schon wieder auf den Sack. Den seht ihr ja Gott sei Dank nicht. Das
Das ist aber auch tiefstes Industriegebiet hier, so wie es aussieht, ne? Was ist das hier eigentlich wieder für eine Straße? Kenne ich so nur aus Phoenix West in Hörde. So was ähnliches, in schöner. Und das will was heißen bei Phoenix West in Hörde, das ehemaliges Festgelände. Stimmt die Meldung für mich, dass ich abfahren soll? Wollen wir mal eben quittieren? Oh. Nächste Haltestelle, Rollstraße. Nein. Rollstraße. Ging denen hier schon die Namen aus? Fahr doch. Mann, wo ist hier 30? Bevor ich mecker. Wenn hier 30 ist, habe ich nichts gesagt. Aber. Ich sehe doch nichts von 30. Steht nirgendwo was von 30. Und der fährt ja auch nur 27 oder so. Warum bremst du? Eieieiei, das ist grandios, grandios, grandios. Komm, werdet euch einig. Da steht ein 30er-Schild. Ja, das erste, was ich heute sehe. Da steht da hinten in 20 Metern direkt noch eins. Weil die Stadt wieder genug zu viel Geld oder so. Nächste Haltestelle, Heimannstraße. Hallo, so sieht's aus. Ereignisreiche Tour bis jetzt, also muss ich sagen. Auch abwechslungsreich gestaltet, schön geradeaus. Easy. Auch hier die Kurve, gut. Wenn dir jetzt was entgegenkommt vor allem. Was ist das denn hier? Das sieht doch in echt nicht so aus. Das kannst du mir noch nicht... Das Google Maps. So, wie heißt der Kack hier? Heimannstraße Bottrop. Und du bist die Haltestelle, ne? Ja. Genau. Habe ich hier irgendwo dieses schöne Satellitenbild? Ja gut, es gibt eine trennende Mittelinsel. Na gut, das ist ja keine trennende Mittelinsel hier, aber... Oh! Komm. Eine Tageskarte. Hatte ich schon wieder meinen Lacher für heute. Also ihr müsst euch das so vorstellen, also wenn du von hier oben drauf guckst, ja, dann ist hier Knick 1, hier ist Krankheit, hier ist Knick 2. Sondern echt ist hier in Knick 2
vernünftig eine Bushaltestelle. Und zwar ist hier eine Mittelinsel einfach drin. Und hier hält der Bus, hier hält der Bus. Das könnt ihr gerade gar nicht sehen, weil ich ja den Mauszeiger nicht anhabe. Ich deppel. Momentchen. Den Spaß mache ich mir jetzt. So, guten Tag. So, hier drin, da ist die Bushaltestelle. Hier ist eine Mittelinsel. Hier fährt ein Bus vorbei, hier fährt ein Bus vorbei. Und wir haben auch nicht so 8 Meter Fußweg hier. Und vor allen Dingen haben wir hier nicht... Warte. Haben wir hier nicht sowas? Nebenbei sind diese Gleise auch sehr sportlich nebeneinander verlegt. Könnte aber auch nur eine Einstellung sein. Ja, so, können wir wieder ausmachen. Ich hab doch zugemacht. Ursprünglich auch nur aus Versehen aufgemacht. Ne, also das gefällt mir ja schon persönlich wieder. Also, was mache ich denn jetzt, wenn mir hier einer entgegenkommt? In welche Laterne fahre ich denn dann rein? Ich glaube in die sympathischste. Oder in die nächstgelegene. Es ist ein Desaster. Immer wieder. Bäuermarkt Pause. Ja, wir werden das jetzt mal eruieren, wie viel Pause wir hier haben. Ach doch, 10 Minuten. Hm. Mitten im Weg. Ich brauche nochmal Google Maps. Ich glaube nicht, dass der Bus einfach unmotiviert 10 Minuten in der Gegend rumsteht. Glaube ich nicht dran. Bottrop Bäuermarkt. So, Satellitenbild bitte. Ach guck mal, der hat eine eigene Spur. Und der hält auch erst nach rechts abbiegen. Mensch, das ist natürlich jetzt schon komisch. Da hat sich die Stadt wieder verbaut. Also das ist doch... Das erklärt auch, warum diese Linie 30 Minuten lang ist. Ich verfolge das jetzt ein bisschen bei Google Maps. Mal gucken, was mir noch so auffällt. Alter, ist das eigentlich ein Beschiss, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ich fahr doch ab. Ja, hier wäre eigentlich richtig. Warte mal. Gut, kann natürlich auch sein, dass ich mal zu blöd bin. Das ist nicht das Problem. Aber hier steht doch 265, ne? Also hier halte ich doch. So. Und jetzt halte ich hier nochmal. Warum halte ich da hinten dann überhaupt? Macht mir das jemand erzählen? Kann mir das jemand erzählen? Hat das einen Sinn? Ja. Fragen über Fragen und mysteriöse Sachen. Naja, freuen wir uns einfach weiter. Ach, jetzt kommt hier der Steigerungsquatsch. Das ist der beste Berg aller Zeiten. Mach das noch einmal und ich schmeiß dich aus dem Bus. Alter, ey. Wer...
Ich meine, ich kann es doch verstehen, wenn man keine Maps bauen kann, da ist doch gar nichts bei. Ne? Ich kann das ja auch nicht. Ist ja gar nicht schlimm, ist keine Charakterschwäche. Aber ich nehme dann auch keine 35 Euro dafür. Und baue so eine Scheiße in der Welt hier. Habt ihr in echt schon mal so einen Berg gesehen? Ne? Weil die Leute, die so eine Straße bauen und planen, die asphaltieren natürlich auch extra einen Hügel rein. Ne? Da kommt man nicht auf die Idee, irgendwie mal drüber zu interpolieren. Nein. Wir haben alle nicht studiert, die Leute. €35. Guten Tag. Das ist in Zahlen viel Geld, in Worten auch. Und was kriegst du dafür? Diesen Berg? Oh. Ich schon geblinkt. Entschuldigung. Nächste Haltestelle. Ja, hier ist auch schon wieder, hier ist der Stadt schon wieder den Namen ausgegangen. Auch ein guter Satz, merkt euch den. Ey, es ist grandios. Ich meine, gut, für den Haltestellennamen kann er nichts. Die sind ja auch ausnahmsweise mal vorgegeben, aber... Also, ich sag's ganz ehrlich, hätte ich heute nochmal die Wahl, kaufe ich's oder kaufe ich's nicht? Ihr könnt euch denken, was meine Meinung dazu ist. Nächste Haltestelle, Siemensstraße. Das Curry Inn. Jetzt gebe ich dem Ganzen noch einen Try. Wie heißt der Bums hier? Siemensstraße. Dann gibt's ja da bestimmt auch eine Haltestelle. Bottrop-Siemensstraße, ja. Wisst ihr, was daneben ist? Ein Supermarkt. Auch übrigens keine Tankstelle, ne, bevor jemand auf die Idee kommt. Und eine Autowaschanlage, also so eine Selbstbedienungsanlage. Aber kein Curry Inn oder irgendwas Restaurant-ähnliches, zumindest nicht auf dieser Seite. Irgendwo davor ist ein Matratzengeschäft und ein Tipico. Aber. Pff. Weit und breit nichts Currywurstlastiges. Ah, ein Getränkemarkt ist da auch noch. Also eigentlich ist das schon ziemlich peinlich. Gut, man könnte auch erst in den Spiegel gucken und dann fahren, das sehe ich auch ein, aber man könnte auch einfach als Autofahrer einen blinkenden Bus rauslassen. Verfrühung. Ach ja, Fahrplan ist auch scheinbar schwierig bei diesen Distanzen. Ich brauche natürlich 2 Minuten von da hinten hier hin. Muss man auch erstmal wissen, aber ich habe keinen Bock jetzt dieses Ding in die Länge zu ziehen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach weiter. Ja, du fährst eh noch, du Vollidiot. Nee, also der Bums hier ist echt gut. Also wirklich, also es ist eigentlich zum Lachen ist es schon zu traurig. Ein Sportplatz dargestellt. Ja, das ist jetzt noch der Tropfen auf den heißen Stein. Kreuzung kann man ja nicht bauen. Es ist ja auch völlig unmöglich, an solchen Stellen Vorfahrtsregeln einzubauen. Um sie. Das geht ja in anderen Maps auch nicht. Auch denen, die kein Geld kosten. Also die Reaktionszeit funktioniert bei mir.
Das war, glaube ich, alles, was hier im Moment gerade funktioniert. So, wie heißt der Knödel jetzt hier? O-String. Ja, okay. Ist aber auch eine abwechslungsreiche Linienführung. Hm? Was haben wir jetzt für Rück? Falsche Taste, okay. Ja gut, dann sind wir gleich Gott sei Dank da. Komm, ich will nicht mehr. Ich nehme hier gerade, wie lange nehme ich jetzt auch? 20 Minuten? Ja, 20 Minuten. Und ich habe jetzt schon den Willen zu leben verloren. Für diesen Moment. Nicht allzu ernst nehmen, bitte. Mann! Ja, sofort heraus. Komm, den Wunsch erfülle ich dir. Gar kein Problem, du. Ne, eh zu früh. Tach, Kollege. So, ich glaube, wir machen da jetzt eine Expressfahrt raus. Aber das muss alle 3 Monate muss mal sein, weil wenn du das länger nicht spielst, dann könntest du dir denken, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Und deswegen musst du das alle halbe Jahr oder so, alle 3 Monate mal spielen, um dir wieder ins Gedächtnis zu rufen, doch. Und eigentlich war es noch viel schlimmer. So, wir nehmen mal eine Abkürzung. Ich meine, wenn man hier schon 8 Meter breite Bürgersteige baut, gefühlt, kann man die ja auch mal sinnvoll nutzen. Ja, außerdem ist hier nur Parkverbot, nicht Fahrverbot. Naja, Kollege kommt gleich. Nächste Haltestelle, Horster Straße. Ja. Ich kenne auch so einen Horst, der das hier gebaut hat. Das ist zwar auch ein Vogel, aber kein komischer. Weil das Haus da ganz cool ist. Mann! Also das hier links. Unerlaubt hat, Reise vom Unfallort. Ich habe keinen Unfall gesehen. Bottrop Zob. Zob! Merkt er selber, ne? Zob! Mann, dann gibst du bei der Spracherkennungssoftware, die du da irgendwie benutzt, halt ZOPP ein. Klingt genauso wie Zob. Nur halt nicht Zob. Wahrscheinlich nur mit Dehnungshaar. Wo halt ich denn? Hinten, oder? Ich glaub 9. Hab ich vorhin gelesen irgendwo. Nur so egal, ich habe ja keine Fahrgäste. Steht hier so dran. 262. Ah. Ha. Einmal große Tour. Da. Glaube ich, oder? Wo bin ich hier? Ne, einmal weiter. Ja. Tatsache. Toll! Wunderbar! Nächste Haltestelle. Ich freue mir ein Loch in den Ast. So, meine Damen und Herren. Mit diesen Impressionen aus Schmurgebiet würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ich habe jetzt wieder für die nächsten 3 Monate einen Kaffee auf. Nächstes Mal kommt wieder eine gute Karte. In dem Sinne, macht's gut, macht euch noch einen schönen Tag. Und kauft's nicht!